Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Smaragd von Green in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Smaragd von Green, das Ganze am vergangenen Freitag, den 28. Juni erschienen. Die Box zum Album Smaragd habe ich euch ja bereits vorgestellt. Und heute ist es an der Zeit für die Vinyl. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, einmal hier vorne einschneiden. Vorsichtig. Jawohl. So, dann auch noch hier mal. Und dann geht's auch schon los. Also. So sieht das aus. Wir haben hier eine farbenprächtige Coverhülle dieser Vinyl. Hier oben lesen wir einmal in grünen Buchstaben Green, darunter in weißer Schrift Smaragd. Und dann haben wir hier mittig den Interpreten abgebildet, Green, der hier in einer dschungelähnlichen Landschaft steht. Und dann haben wir hier noch diverse Pflanzen um ihn herum und Vögel, die hier durch die Gegend fliegen. Also sieht sehr idyllisch aus, als wäre das irgendwie so seine Wohlfühloase, sein Rückzugsort. Hier auf der Seite lesen wir nichts, hier haben wir nur diese Dschungellandschaft. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 12 Tracks an der Zahl. Und was recht ungewöhnlich ist bei einer Tracklist, wir haben hier nicht nur die einzelnen Tracks durchnummeriert, sondern wir haben dann hier auch noch die Infos, wer das Ganze produziert hat, also hier Musik. Und wer getextet hat, also bei den meisten Tracks natürlich Green. Aber hin und wieder haben wir auch noch jemanden dabei. Okay. Ja, es sind prinzipiell 12 Solo-Tracks, keinerlei Features hier mit drauf. Hier unten haben wir dann noch die Credits und einen Barcode. Gut, es ist das zweite Solo-Album von Green. Das erste ist ja schon eine Zeit lang her. Wir haben hier einmal die Vinyl. Und als zweiten Inhalt haben wir dann noch das Album in der CD. So, als erstes kommen wir zur Vinyl. Die kommt hier in einer schwarzen Hülle, also schwarze Papierhülle. Und so sieht dann die Vinyl aus. Jawohl. Also, wir sehen, die ist in grün eingefärbt. Gefällt mir richtig gut. Also generell bin ich ein Riesenfan von eingefärbten Vinyls. Auch wenn ich jetzt, um ehrlich zu sein, kein großer Fan der Farbe Grün bin. Also ich habe, glaube ich, in meinem Kleiderschrank absolut nichts, was irgendwie grün oder ja, hell, dunkel, ganz egal, was irgendwie grün ähnlich ist. Aber in diesem Fall passt es natürlich zum Album, zum Artwork. Deswegen lasse ich das mal durchgehen und es ist auch echt krass. Also es sieht echt sehr mächtig aus hier. Wir haben hier die A-Seite mit insgesamt 7 Tracks, die wir hier alle aufgezählt haben. Und auf der Rückseite haben wir dann natürlich die B-Seite mit den restlichen 5 Tracks. Jawohl. So, dann packen wir die Vinyl mal wieder zurück. Aber damit nicht genug. Wir haben dann hier auch noch das Album in einer Papphülle. Und was mich besonders freut, die wurde sogar unterschrieben. Also wir haben hier einen schwarzen Green-Schriftzug mit einem Smiley zum Ende. So sieht das aus. Das heißt, Green hat hier wirklich bei der Vinyl Edition die Alben, diese Papphüllen, hand signiert. Gefällt mir richtig gut. Albumcover ident wie das der Vinyl. Und auf der Rückseite haben wir dann auch hier wieder die Tracklist mit diesem, ja, sieht für mich so wie Laserstrahlen aus, mit diesem Gebilde hier. Diese Fusion aus Smaragd und Marihuana. Gut. Und die CD sieht dann so aus. Also auch hier wieder Green zu sehen und sonst ist ja dann nichts weiter drin. Ja, gefällt mir gut. Entweder man legt einen Album-Download-Code bei einer Vinyl oder eben man macht das so, wurde in diesem Fall mit einer CD gut gelöst und dass man das hier noch signiert hat, das ist nochmal so eine persönlichere Note.
Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal das Album in der eben gezeigten Papphülle, hier noch mit Unterschrift. Und natürlich die LP, die Vinyl mit A- und B-Seite mit insgesamt 12 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition von Smaragd von Green. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Green unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.